Immer mehr Deutsche ohne Wohnung. Zahl der Obdachlosen steigt weiter an. Der Dachverband der Wohnungslosenhilfe in Deutschland sieht einen massiven Anstieg der Obdachlosigkeit in Deutschland. Im Jahr 2010 lebten nach Angaben des Verbandes ca. 248.000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung. 2008 waren es noch 2027. Dazu kommen noch einmal ca. 106.000 Menschen, die unmittelbar von einer Wohnungslosigkeit bedroht sind. Im letzten Jahr zählte also insgesamt knapp 354.000 zu den sogenannten Wohnungsnotfällen. 2008 waren es noch 330.000. Bis 2015 kann es einen weiteren Anstieg der Wohnungslosigkeit um bis zu 15% auf dann bis zu 280.000 Menschen kommen. So die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. Wir müssen leider davon ausgehen, dass das Ausmaß der Wohnungslosigkeit zwischen 2008 und 2010 dramatisch gestiegen ist, erklärte der Geschäftsführer des Dachverbandes der Wohnungslosenhilfe Thomas Specht zu Beginn der diesjährigen Bundestagung des Verbandes in Leipzig. Die Wohnungslosigkeit bei Einpersonenhaushalten stieg dabei mit plus 15% noch deutlicher als die Wohnungslosigkeit der Mehrpersonenhaushalte plus 3%. Die Zahl der alleinstehenden Wohnungslosen stieg von 132.000 in 2008 auf 152.000 in 2010, sagte Specht. Die Zahl der Menschen, die ohne jede Unterkunft auf der Straße leben, stieg in den letzten beiden Jahren noch einmal um 2.000 Menschen auf 220.000 Betroffene an. Insgesamt schätzt die Organisation die Zahl der Kinder und minderjährigen Jugendlichen auf ca. 10%. Die Zahl der Männer auf ca. 64%, der Frauenanteil liegt bei 26%. Die Zahl der jungen wohnungslosen Menschen steigt weiter an. 2010 war bereits ein knappes Drittel der Klientel der Wohnungslosenhilfe unter 30 Jahre. 20% sind unter 25. In diesen Altersgruppen ist der Anteil der jungen Frauen überproportional hoch. 31% sind jünger als 25, 43% jünger als 30. Diese jungen Erwachsenen leben entweder ganz auf der Straße, in Abbruchhäusern oder kommen bei sogenannten Freunden und Bekannten unter. Die zunehmende Wohnungslosigkeit hat viele Ursachen im Land der sinkenden Arbeitslosigkeit und preisgünstigen Rettungsschirme. Arbeitslosigkeit, Niedriglöhne, Hartz IV, steigende Mieten, Verschuldung, steigender Strom- und Gaspreis und eine inflationsbedingte allgemeine Verarmung. Oder wie sagte Frau Merkel einmal so schön? Wir haben jahrelang über unsere Verhältnisse gelebt. Jetzt sind drastische Sparmaßnahmen angesagt.